Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute seht ihr meinen ersten Teil des Büchermonats September, der jetzt heute zumindest im ersten Teil noch ein bisschen weniger Statistik enthält, denn ich drehe dieses Video jetzt tatsächlich schon ein bisschen früher, als der Monat vorbei ist. Denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich frisch aus meinem Urlaub zurück, der am 30. September gestartet ist und ich bin in den Urlaub geflogen. Wollte euch aber trotzdem den ersten Teil des Videos, das Büchermonat sozusagen, hier präsentieren. Ich bin aktuell im 16. Buch, was ein bisschen viel klingt. Ich muss da aber sagen, dass da zum Beispiel auch eine Manga-Reihe mit 4 Teilen dabei ist. Also dementsprechend ist es ein bisschen weniger, als es klingt. Dennoch glaube ich, dass ich das 16. Buch jetzt auf jeden Fall noch fertig bekomme. Ich glaube auch, dass ich ein Hörbuch, was jetzt morgen, glaube ich, erscheint, das neue Buch von Habe Kerkeling, dass ich das noch hören werde und vermutlich ja auch auf dem Flug am 30. selbst vielleicht auch noch ein E-Book oder irgendwas lese. Also dementsprechend glaube ich, dass noch mindestens 1-2 Bücher dazukommen. Möchte jetzt also zur Statistik noch gar nicht viel sagen. Das seht ihr dann nächste Woche im zweiten Teil des Büchermonats. Also abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Ich möchte euch aber trotzdem heute 7 der Bücher, beziehungsweise gehört zu diesen Büchern eben auch eine Reihe, vorstellen und zeigen. Ich habe wieder ein paar Clips untermonatig aufgenommen und packe euch die Zeitstempel zu den Büchern, alle Infos zu den Büchern, auch die Links, wenn ihr da vielleicht neugierig seid, unten in die Infobox und dort seht ihr auch, was gegebenenfalls ein Rezensionsexemplar ist oder ähnliches. Ich muss aber schon sagen, bisher war der Büchermonat wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also die Manga-Reihe wirklich hat mich mega begeistert. Ich habe auch einen Reread, 2 Teile, ihr könnt jetzt dreimal raten, welche Reihe vorgenommen, wobei ich glaube, das kommt dann erst im zweiten Teil, je nachdem, wo ich den Cut hier im Grunde setze. Und das war wirklich ein bisher wirklich gelungener Büchermonat und ich bin sehr zufrieden über den September. Ich bin gespannt, was dann auch der Oktober bringt. Doch jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den ersten 7 Büchern des Septembers. Ich bin sehr gespannt, was vielleicht auch euer Highlight war, ob ihr eins der Bücher schon kennt. Lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den ersten Büchern des Septembers. Leider abgebrochen habe ich 5 Broken Blades von Mai Corland. Ja, nach knapp 150 Seiten war ich so vom Kopfschütteln und vom Augenverdrehen genervt, dass ich dachte, nein, das muss ich mir nicht weitergeben. Ein Buch, das vom Titel, vom Cover richtig, richtig toll geklungen und ausgesehen hat. Ich fand den Aspekt, dass wir hier High Fantasy haben und einen Vergleich mit Leigh Bardugo, das hat mich total angesprochen. Es wird auch einen zweiten Band geben, der ist für Anfang 25 im Englischen angekündigt, aber ich bin da leider raus. Also, ich glaube, das Problem, und das möchte ich direkt als erstes ansprechen, ist das falsche Versprechen. Ich glaube grundsätzlich, dass das Buch gar nicht so schlecht ist, wenn man gerne in diesem Genre liest. Ich hatte mich aber auf High Fantasy gefreut und nicht auf Jugendromantasy. Und ich glaube, dass das einfach der große Marketingfehler ist, weswegen es mir als High Fantasy Leserin nicht so gefallen hat. Ja, wir sind in Yusan unterwegs und es gibt einen Gottkönig, der durch das Tragen einer Krone unverwundbar ist und eben auch nicht sterben kann. Doch der König soll sterben und dafür werden 5 Attentäter geschickt, die ganz unterschiedlich sind und auch unterschiedlicher weder vom Wesen noch vom Charakter sein könnten und auch alle ihre eigene Geschichte sozusagen haben, die sie mit bringen. Wir haben eine Diebin, wir haben einen Auftragskiller, wir haben ein Giftmädchen, wir haben den Sohn eines Fürsten, wir haben einen Verstoßenen und auch einen höchst qualifizierten Spion. Und eigentlich ist dann die Aufgabe in der Geschichte, dass diese 5 Charaktere, beziehungsweise es gibt dann auch noch einen 6. Charakter, dass die sich im Grunde verbünden, dass sie einander vertrauen und dass sie eben nur zusammen den König sozusagen stürzen können. Und aber es gibt eben einen Verräter darunter und vielleicht auch einen Lügner. Und das macht natürlich die Geschichte ein bisschen schwierig. Ich muss echt sagen, die Geschichte, ich bin echt enttäuscht. Also, ich möchte vorneweg sagen, wer gerne Jugendromantasy liest, der wird hier wahrscheinlich eine tolle Geschichte bekommen. Das möchte ich wirklich vorneweg sagen, weil ich glaube, wenn man mit dieser Erwartungshaltung rangeht und dieses Buch auch mit diesem Hintergrund liest und darauf Lust hat, dann wird einem vielleicht diese Geschichte gefallen. Vielleicht, vielleicht. Weil es gibt auch so eine Handvoll Punkte, wo ich einfach sage, das hätte mir auch, wenn ich Jugendromantasy hätte lesen wollen, nicht gefallen.
Der Schreibstil, er ist wahnsinnig platt, er ist oberflächlich. Es gibt kein echtes Worldbuilding. Wir werden so mitten reingeworfen, wir erfahren nur ganz wenig Hintergrundgeschichte zu dem Königreich, zu dem König, zu der Magie mit der Krone, zu anderen Dingen. Wir erfahren gefühlt eigentlich nichts. Zumindest auf diesen 150 Seiten, die ich gelesen habe, was so knapp wahrscheinlich ein Drittel auch gewesen ist. Und ich muss aber doch irgendwie wissen, womit ich es zu tun habe. Wir haben 6 verschiedene Sichtweisen. Und alle klingen sehr gleich. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass ein Auftragskiller die gleichen Gedanken, Gefühle, die gleiche Ausdrucksweise hat, als zum Beispiel eine Diebin oder ein Giftmädchen. Dass es Charaktere gibt, die mehr Angst haben, die ihren Fokus woanders hinlegen, mutiger sind. Aber alles klingt irgendwie gleich. Und ich weiß nicht, ich finde das wirklich schade und mich nervt es, dass das so unberücksichtigt bleibt, dass eben Menschen, Charaktere anders klingen. Es gibt 3 Übersetzer, das habe ich tatsächlich dann erst jetzt so beim Recherchieren gesehen und da habe ich mich noch mehr gewundert, wie das eigentlich sein kann, dass dann alle Charaktere anders klingen. Weil wenn ich zum Beispiel dran denke, wenn ich an Minen der Macht denke, wo Bernhard Hennen, Mira Valentin, Sam Feuerbach, Greg Waters und noch ein 5. Es klingt jede Stimme anders und das Lektorat berücksichtigt das ja dann im Grunde auch und sagt nicht, wir müssen jetzt einen Einheitsbrei formen, sondern wir haben 5 Stimmen, 5 Charaktere und die dürfen anders klingen. Und das ist hier überhaupt nicht so. Zudem ist es eine sehr, sehr flache Ausdrucksweise. Es gibt keine Tiefgründigkeit in der Story, es gibt keine großen Hintergrundgeschichten, die magische Welt wird nicht erklärt, auch die Artefakte nicht. Es war wirklich schwierig und es war für mich einfach keine gut gemachte High Fantasy, sondern wir haben wieder Romantasy, wir haben Charaktere, die gefühlt wirklich notgeil sind, die ständig davon erzählen, wie geil alle anderen irgendwie sind und ich fand das echt schwierig und nervig. Zudem wurde auch ein bisschen damit geworben, dass es ja hier, dadurch, dass die Autorin auch koreanische Wurzeln hat, dass da auch ein bisschen was über die koreanischen Legenden mit dabei sein wird. Auch das habe ich nicht gelesen, außer dass vielleicht meine Begrifflichkeit verwendet wurde, die dann wieder auch nicht erklärt wurde. Also ich weiß auch nicht, wo das irgendwie her soll. Und die Charaktere waren eigentlich mit am schlimmsten. Ich finde es ganz schlimm, wie das Frauen- und Männerbild gezeichnet wurde. Auch, dass das überhaupt nicht kritisch gesehen wurde, wenn die Frauen da sitzen und den Mann auf dem tollen Pferd anhimmeln und sie brauchen einen Retter und versteht mich nicht falsch, das funktioniert, das kann funktionieren, dass wir einen Helden haben in einer Heldenreise und dass der eben von Frauen angehimmelt wird, aber ich bin aus diesem Alter einfach raus. Ich finde das zum Beispiel, und das lese ich gerade, den 3. Teil von Das Lied von Eis und Feuer und auch da gibt es ja die Ritter und die strahlen über alles, bis auch die Mädels irgendwann mal klar wird, ja, auch ein Ritter muss am Ende ja Menschen töten und dass der das nur so mit seinem Lächeln macht. Und deswegen, es ist Jugendfantasy und vielleicht bin ich da auch viel zu streng mit, aber mich hat das total aufgeregt, wie das Frauen- und Männerbild gezeichnet war. Ich bin auch total enttäuscht von diesem Marketing und ich glaube, das regt mich eigentlich am meisten auf, denn wenn hier was mit High Fantasy beworben wird und wirklich einen spannenden, großartigen Klappentext verspricht von, im Grunde Verrätern, die zu Verbündeten werden müssen und der König muss gestürzt werden und dann bekomme ich so Jugendfantasy mit ganz viel Romantasy-Anteil und wie gesagt, nichts dagegen, wenn man sich das wünscht. Und mein Problem ist aber, jeder, der gerne High Fantasy liest, dazu greift, dem wird es vermutlich nicht so gut gefallen, während aber die Zielgruppe, die Spaß mit dem Buch hätte, vielleicht nicht dazu greift, weil gar nicht erkennbar ist, dass es Romantasy ist, sondern alle denken, es ist dann High Fantasy. Und ich bin da wirklich total genervt, warum wir überall nur noch Romance in der Fantasy haben müssen und einfach schrecklich. Also ich war total genervt, habe es abgebrochen nach 150 Seiten und habe mich dann, ja, wie ihr gehört habt, jetzt dem 3. Teil von Das Lied von Eis und Feuer zugewendet, weil ich einfach ordentliche Fantasy lesen musste. Und ich glaube, ich muss hier wirklich zukünftig Meinungen abwarten von Fantasy-Büchern, ob der Romance-Jugendanteil wirklich so groß ist, auch wenn es nicht so vielleicht erkennbar ist. Und jetzt achte ich ja auch schon auf Verlage, wo erscheint ein Buch, wo ist da eine Tendenz hin, aber also das war wirklich für mich persönlich ein Griff, ins Klo ist immer so hart und böse, aber es war einfach überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und vom Sprachstil war es wirklich einfach banal und leider überhaupt nicht meins.
Dann kommen wir jetzt aber zu zwei Hörbüchern, die so eine Reihe mit ergeben, beziehungsweise eine Serie, denn sie sind eigentlich schon unabhängig voneinander lesbar, aber wir starten mit dem ersten Band. Das kleine Buchcafé an der Isar von Emilia Thomas. Habe ich bei BookBeat entdeckt, also eigentlich den zweiten Teil, habe dann aber zum ersten gegriffen und fand einfach auch die Story rund um den ersten Band super spannend. Besonders hat mich eigentlich auch die Katze auf dem Cover angesprochen. Ich kann aber so viel vorneweg sagen, die Katze spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass überhaupt eine Katze da irgendwie Teil der Geschichte war, was ich echt schade finde, weil es suggeriert definitiv etwas anders. Und ich denke, bin ich gerade diesen Monat zu kritisch? Ich weiß es nicht. Ja, das E-Book gibt es aktuell auch für 2,99 und den zweiten Teil, den gibt es eben auch schon und den habe ich auch im Anschluss gehört. Gesprochen wird das Hörbuch von Emilia Meinert und ich mochte ihre ruhige Stimme, die trotzdem sich sehr lebendig angefühlt hat und wirklich schön auch die Charaktere rübergebracht hat. Also ihr habe ich sehr, sehr, sehr gerne gelauscht. Ja, wir sind in München und treffen dort auf Marlene. Sie liest Bücher und hat auch einen Doktor in Literaturwissenschaft und kommt aber nicht so richtig vorwärts, was die Karriere betrifft. Sie findet keinen Job, sie hat entweder zu wenig Berufserfahrung oder ist zu überqualifiziert, aber irgendwie muss sie natürlich ihre Miete bezahlen, denn sie lebt mit ihrer Freundin zusammen in einer WG und braucht jetzt dringend einen Job. Und dann erfährt sie, dass in ihrem Viertel ein Buchcafé existiert, von dem sie vorher noch nie irgendwie was mitbekommen hat und dass hier eine Aushilfe gesucht wird. Und so fängt sie dann im Buchcafé auch das Arbeiten an und kann hier so ihre Leidenschaft mit Buch und Backen und Menschen dann doch so ein bisschen nachgehen und freundet sich dann auch noch so ein bisschen mit allen anderen in diesem Buchcafé an. Außer mit Lotte, das ist die Besitzerin und die ist schon so ein bisschen eine alte Schachtel, aber natürlich im Herzen ganz liebenswert. Sie versucht dann aber schon nebenbei noch ein bisschen was aufzubauen und gibt dann auch einen Schreibkurs und dort trifft sie dann auf Johannes, das ist der Bruder von einer Teilnehmerin, der ist auch Lehrer an der freien Schule und so ergeben sich so manche Dinge, zumindest im Beruflichen und auch zwischen Johannes und Marlene scheint es so ein bisschen zu knistern, aber auch er bringt so sein Päckchen ein bisschen mit und so haben wir eine sehr schöne Wohlfühlgeschichte mit doch einem relativ großen Liebesgeschichtanteil, was ich, wie gesagt, anhand des Covers und des Titels gar nicht so erwartet hätte. Der Schreibstil von Emilia Thomas ist sehr flüssig, es ist sehr modern, es gibt tolle Dialoge. Es ist alles sehr klar auch ausformuliert. Wir erfahren richtig schön, wie dieses Buchcafé aussieht, wie es sich so entwickelt, wie das ganze Viertel in München so ein bisschen ist. Und ich fand es auch sehr detailverliebt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Allerdings muss ich sagen, dass mir das Buchcafé doch zu kurz gekommen ist. Dafür, dass das ja der Titel ist, hat sich doch sehr wenig das im Buchcafé abgespielt und die Liebesgeschichte hatte schon einen sehr großen Fokus. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gewollt, gerade weil es ja doch eher so in diese Wohlfühlliteratur geht, aber ich hätte ein bisschen mehr Buchcafé, ein bisschen weniger Liebesgeschichte ganz schön gefunden. Allerdings mochte ich Marlene wirklich super gerne. Ich habe ihre ganzen Probleme verstanden mit der Familie, mit den Erwartungen der Mutter. Ich mochte ihre Buchliebe, wie sie das so ausgelebt hat, wie sie sich da rein verfühlt hat, wie sie Dinge auch empfiehlt und sieht, auch wie sie diesen Schreibkurs gibt, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Ich mochte das richtig, richtig gerne und fand es toll, dass wir hier wirklich eine sehr tiefgründige Charakter bekommen haben. Auch Amelie mochte ich als Nebencharakter super gerne. Wie positiv sie das Leben trotz ihres Unfallnimmts, wie viel Spaß sie am Leben hat, wie sie teilhaben möchte und wie sie sich so auch so ihre Träume erfüllt. Und dann ihr Bruder Johannes, also der hat mein Herz total für sich in Anspruch genommen, den habe ich total ins Herz gefasst. Ich fand es richtig toll, wie er mit seiner Schwester umgeht, wie er auch klar kommuniziert, überhaupt diese Liebesgeschichte, die anfangs gar nicht so scheint, dass sich eine entwickeln könnte, wie erwachsen sich benommen wurde, wie klar die Menschen beieinander waren. Das war nicht ein, wir stürzen hier total verliebt in irgendwie was hinein, sondern es war wohl überlegt, es war miteinander gesprochen und auch rechtzeitig gesprochen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch Lotte natürlich als Eigentümerin fand ich total cool. Sie war schrullig und eigensinnig, ein bisschen stur, aber sie hat dann doch einfach das Herz am rechten Fleck. Es war schon so eine Wohlfühl-Liebesgeschichte, so nach meinem Geschmack. Sie war nicht zu kitschig, nicht zu schnulzig, hatte so die richtige Portion auch an Zweifel und einfach diese Kommunikation hat mir wirklich gut gefallen und trotzdem war es schon sehr erwachsen, aber dennoch leicht und es hat einfach Spaß gemacht, dem zuzuhören und ich mochte auch so die Humorstellen, die so ein bisschen sich gefunden haben. Es war schon gut geschrieben, gerade zum Beispiel zu Beginn, als Marlene Johannes noch für einen Einbrecher hält und dann mit dem Guinness-Buch der Rekorde an der Tür steht. Das fand ich richtig lustig und hat mir auf jeden Fall gut gefallen und hätte mir aber noch ein bisschen mehr Katze und ein bisschen mehr Buchcafé gewünscht.
Und auch das nächste Hörbuch spielt dann im Buchcafé. Und da sind wir jetzt im Sommer im kleinen Buchcafé an der Isar. Ja, auch von Emilia Thomas. Ursprünglich habe ich das Buch ja entdeckt, habe dann Band 1 gehört und direkt jetzt in Folge Band 2. Gibt es unter anderem bei BookBeat und wird auch wieder gesprochen von Emilia Weinert. Und sie hat auch für mich den zweiten Teil sehr, sehr gut gesprochen. Es ist im Grunde eine Buchserie. Das heißt, eigentlich kann man Band 1 und 2 schon getrennt voneinander lesen. Allerdings haben wir natürlich Charaktere jetzt im zweiten Band, die wir im ersten kennengelernt haben, wo im Grunde auch schon gespoilert wird, wie mancher Handlungsstrang ausgeht. Aber nichtsdestotrotz könnte man, denke ich, auch den zweiten Band lesen, ohne den ersten gelesen zu haben, wenn einen vielleicht die Story einfach mehr anspricht. Ja, wir sind wieder in München, wir sind beim Buchcafé und wir treffen diesmal auf Nelly, die eigentlich in New York wohnt. Ursprünglich kommt sie aus München und hat dann aber in New York in Amerika sich verliebt, hat ihren Sohn jetzt mitgebracht für einen Urlaub eben in München, denn vor einem Jahr hat sie ihren Mann und Benjamin dann eben seinen Vater verloren und beide versuchen so ein bisschen diesen Alltag zu entfliehen und reisen eben für eine Urlaubszeit nach München und Nelly möchte ihrem Sohn so ein bisschen zeigen, wo sie herkommt und ja, das merkt man aber recht schnell, dass beide diesen Tod noch nicht richtig aufgearbeitet haben, dass sie noch in Trauer sind und gerade bei Benjamin das noch ein sehr heikles Thema ist, er in so einer trotzigen Phase mit seinen 17 ist und natürlich so ein purer Jugendlicher und ja, das gar nicht so einfach für Nelly ist, damit auch umzugehen. Ja, sie zieht in das WG-Zimmer von Marlene, die wir eben ja aus dem ersten Band schon kennen, denn die verbringt jetzt so ein bisschen woanders ihre Zeit und so ist das Zimmer erstmal frei, so kann Nelly mit ihrem Sohn dann auch einziehen und natürlich sind wir dann recht schnell auch im Buchcafé, treffen eben Charaktere wieder, die wir auch schon aus dem ersten Band kennen und Marlene integriert sich so ein bisschen natürlich in diesen Freundesbekanntenkreis rund um das Buchcafé und ja, auch Benjamin lernt so die ein oder andere nette Person kennen und beide versuchen eben so das Beste aus diesem Urlaub zu machen und man merkt auch schon, dass die Trauer bei Nelly sehr tief sitzt, dass sie manches so gar nicht bei Benjamin sieht, beziehungsweise vielleicht auch zu kritisch ist, zu anhänglich ist und gar nicht mehr so loslassen kann. Und dann trifft sie auf den Sozialarbeiter Alex, der ihr dann doch recht schnell zeigt, dass das Leben durchaus auch schön sein kann. Aber dann kommt natürlich auch so das schlechte Gewissen, ob sie nach einem Jahr schon bereit sein kann, darf, will für einen neuen Partner, nachdem eben ihr Mann verstorben ist. Mir hat auch der zweite Band sehr, sehr, sehr gut gefallen. Allerdings muss man schon sagen, im Vergleich jetzt zum ersten, und ich möchte diesen Vergleich einfach machen, waren es schon sehr ernste Themen. Und gerade dieses ganze Trauerbewältigungsthema hat hier doch einen großen Einfluss genommen. Ich fand es gut. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich würde sagen, beide Teile sind auf ihre Art und Weise wirklich sehr gelungene Bücher. Allerdings auch hier, das Buchcafé spielt wirklich nur eine sehr kleine Rolle. Und das finde ich einfach schade. Ich, wenn zu einem Buchcafé-Buch greife, dann möchte ich Bücher, ich möchte Bücher und ich möchte Bücher. Und vielleicht noch einen Hauch Kaffee. Aber ich möchte, dass der Mittelpunkt der Geschichte im Buchcafé ist, dass wir Kunden treffen, dass es irgendwie Konflikte gibt mit diesem Buchcafé, dass die Besitzerin komisch ist, dass die Menschen, die kommen, manchmal schusselig sind, dass wir Buchnerds haben, dass wir uns darauf irgendwie auf dieses Grüppchen konzentrieren. Und irgendwie war das hier aber leider auch nicht der Fall, sondern eigentlich haben wir eben so diese Trauerbewältigung von Nelly und Ben und dann eben so diese Themen, ja, Krankheit, Sterben, und das ist eigentlich kein Thema, was ich so in einem Wohlfühlbuch möchte, ohne dass ich es vorher so ein bisschen weiß. Wobei ich glaube, im Klappentext war es auch schon so ein bisschen gestanden. Auch hier finde ich einfach wieder, dass das Cover nur so bedingt passt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Mir hat aber schon gefallen, dass natürlich Bücher ein Thema sind, gerade auch zwischen Nelly und Benjamin, dass sich das so verbindet. Ich mochte Nelly sehr gerne. Ich wollte sie sehr häufig einfach mal drücken. Ich habe ihre Trauer sehr gut verstanden. Es war auch so nachvollziehbar, welche Zweifel und Gedanken sie hegt. Auch wie das so zu Benjamin ihr Verhältnis ist, der nur ihr Ziehsohn im Grunde ist. Und ach, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Ich fand aber auch die altbekannten Charaktere richtig toll. Ich fand es toll, dass wir Marlene wieder getroffen haben und Johannes und Lotte. Und auch Alex als neuer Charakter hat mir super gut gefallen. Ich fand es toll, auch wie erwachsen wieder miteinander umgegangen wurde, wie man einfach kommuniziert hat, wie man Fragen gestellt hat, wie man zugehört hat und einfach miteinander auch irgendwie eine Basis geschaffen hat. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich mochte auch hier wieder so den lockeren Schreibstil, aber die Tiefgründigkeit und auch den Ernst nicht irgendwie so ins Lächerliche gezogen. Ich mochte auch die Liebesgeschichte ganz gerne und ich fand es einfach toll, auch wie die Kombination Mutter-Sohn so geschrieben war. Auch das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, auch das Hören verging hier bei nicht mal ganz 7 Stunden relativ schnell und verging daher wie im Flug. Und ja, auch der Teil hat mir sehr gut gefallen, wenn ich auch einfach sagen muss, ich hatte doch andere Erwartungen, als wie dann tatsächlich ja, die Geschichte sozusagen erzählt wurde und
was da so ja, dahinter so war. Aber dennoch eine schöne Geschichte und beide Hörbücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht es mit einer neuen Manga-Reihe, die ich komplett verschlungen habe. Und zwar One Room Dog von Sirokuma Shota. Und ja, ich habe ja im letzten Monat Mangas, einen Manga für mich entdeckt und bin über diesen Einraumhund sozusagen ja, gestolpert und habe mich direkt in diese wunderschöne Optik verliebt und habe dann Band 1 bis 3 ja, über Rebuy ein bisschen günstiger als im Original bekommen und den vierten Band habe ich mir dann direkt in die Thalia bestellt und dort auch abgeholt, denn ich musste einfach die ganze Reihe direkt lesen. Ja, das ist Band 1. Wunderschöne Cover, wie ich finde. Wir haben hier Band 2. Dann hier finde ich, ich finde diesen Hund einfach super, super drollig. Das ist ein Samoyeden-Spitz. Habe ich tatsächlich dann auch mal danach gegoogelt. Also ich glaube, im wahren Leben ist der mir noch nicht über den Weg gelaufen. Und hier sieht man ihn dann auch so beim Schlittenfahren. Und hier sitzt, sieht man auch seine ja, Besitzerin. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt aber einfach ja, das erste Cover in die Kamera halten. Und es war, ich glaube, beim dritten oder beim zweiten, einer von beiden Bänden waren sogar noch eingeschweißt, war dieses süße Lesezeichen mit drin, so in Knochenform. Das fand ich total süß. Also ja, habe ich mich direkt auch sehr in das Lesezeichen verliebt. Ja, es ist ein leichter, humorvoller Manga. Ich glaube, er wird ab 10 Jahren empfohlen. Und ich muss sagen, so mit Tieren bekommt man mich ja. Ich habe ja im August diese Straßenkatzenreihe gelesen. Ich habe noch eine andere Manga-Reihe hier, die ich dann vermutlich im Oktober lesen werde. Das habt ihr dann ja schon in den Neuzugängen gesehen. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr verliebt in diese Art Manga. Ich muss aber sagen, dass ich preislich schon sage, 4 Bände à 7 Euro im Neuen ist natürlich schon eine Hausnummer. Dafür, dass man am Ende zwar 140 Seiten pro Band hat, ich hier aber tatsächlich in der Zählung nur die Hälfte werte, weil es ja doch weniger Text ist, dafür wunderschöne mehr Bilder. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt die nächste Reihe, die ist, glaube ich, 10-bändig. Also wenn ich mir vorstelle, für 10 Bände irgendwie knapp 70 Euro zu bezahlen, also da muss man, glaube ich, dann schon so ein bisschen gucken, wie man das so ein bisschen dann ins Budget unterbekommt. Ja, also wie gesagt, für Kinder ab 10 Jahren auf jeden Fall geeignet. Ist nicht so schwer wie das mit den Straßenkatzen und wir haben hier auch eher die Sicht ja, der Menschen. Natürlich so ein paar Gedankenblasen auch der Hunde, was ich ganz süß fand. Im Grunde geht es um die junge Hitomi, die bei ihren Eltern auszieht, eben in eine Einzimmerwohnung zieht. Die ist 6 Tatamis groß und da habe ich dann auch so ein bisschen rumgegoogelt, beziehungsweise wird das hier dann auch erklärt, was ein Tatamis ist und dass wir hier bei knapp 10 Quadratmeter sind. Und ich muss sagen, 10 Quadratmeter ist, ja, nicht, also mein Wohnzimmer ist nicht ganz 30 Quadratmeter, ich glaube nur 28, aber so diese Vorstellung auf so engem Raum, und ja, das ist japanisch nicht ganz untypisch, so wie ich das immer mal wahrnehme, wenn ich YouTuber so irgendwie aus dem japanischen Raum sehe oder, na, Deutsche, die dahin ausgewandert sind, aber 10 Quadratmeter und dann einen großen Samoyeden, wie, Samoyeden Spitz, genau, der ja auch irgendwie locker 30 Kilo wiegt, finde ich fast, also finde ich schon ein bisschen beengt. Aber ja, sie wohnt dort mit diesem großen Hund, sie hat sich den immer gewünscht, sie liebt diese Hunderasse und bekommt ihn dann eben schon als Welpen und wir erleben eben all die Abenteuer, die sie zusammen erleben. In der Hausanlage, in der sie wohnt, das fand ich richtig schön, gibt es einen Hundeauslauf, Parks sind nicht weit entfernt und man ist da auch so eine Hundegemeinschaft, also man trifft auch ganz viele andere Anwohner des Hauses, die eben mit ihren anderen Hunden dazukommen und wir erleben eben so den Alltag, ja, Mensch und Hunde, was so ein bisschen für die Ausbildung wichtig ist, dass man, wie man spazieren geht, die Fellpflege, wie man einfach Freude mit dem Hund im Alltag haben kann. Und das ist einfach sehr unterhaltsam, manchmal auch sehr lustig. Und gerade wenn so ein bisschen die Hunde untereinander kommunizieren, ja, also dass die Hunde manchmal einfach was anderes wollen, als der Mensch denkt, was der Hund will, ist auf jeden Fall sehr lustig. Für mich war diese Reihe ein absolutes Highlight. Ich habe mich wunderbarst unterhalten gefühlt. Es ist eine schöne Geschichte, die so fortlaufend erzählt wird, wo auch so ein bisschen menschliche Themen erzählt werden, also von ein bisschen der japanischen Kultur, von der Arbeit, von Freundschaften, die sich finden, auch so ein bisschen ein Verliebtsein, wie schüchtern da eben auch die jungen Leute so ein bisschen sind. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie wichtig Freundschaft ist, wie schön es eben sein kann, eine ganz besondere Bindung zu seinem Haustier, zu seinem Hund zu haben und das fühle ich als Tiermensch und ja nun ja auch ja, mit Hund und Katz leben, das fühle ich wirklich total.
Optisch fand ich es auch wunderschön gezeichnet. Also ich glaube, man kann hier so den Stil ganz gut erkennen, wie detailreich tatsächlich auch die Hunde von Siro Kuma Shota gezeichnet wurden. Wunderschön. Im Innern haben wir natürlich alles in Schwarz-Weiß, aber ich finde das einfach mega gelungen. Also richtig, richtig schön. Auch die Kapitel enden, also wenn ein Geschichtenpart endet, gibt es hier immer so ein Kapitelende, das ein bisschen dunkler gehalten ist. Also einfach ein Träumchen. Also so sehen dann die verschiedenen Kapitel aus. Ich bin super schnell diesmal in den anderen Lesefluss hineingekommen und ich fand die Themen einfach unterhaltsam. Ich fand toll, wie eben auch auf diesen respektvollen Umgang zwischen Mensch und Hund und eben auch wenn Fremde kommen und Hundebegegnungen, wie toll das gemacht wurde und wie auch hier für Kinder erklärt wird, bitte renn doch nicht einfach zu dem Hund, fass nicht einfach jeden Hund an, frag vorher, sei sanft, sei ruhig, beruhig dich vielleicht auch als Mensch, als Frauchen erstmal, dass du dann auch erwarten kannst, dass dein Hund sich beruhigt und ich fand das toll. Also wie uns so dieser Alltag erzählt wurde, wie wichtig Fellpflege ist, wie wichtig es ist, da auch einfach drauf zu achten, dass man spazieren geht, dass man Spaß hat, dass man einen Hund hat, der auch gewisse Begrifflichkeiten versteht und das fand ich sehr spielerisch erzählt. Das einzige Kritische, was ich so ein bisschen fand, da weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht, wie das in der japanischen Kultur so ist, ist so ein bisschen das Anziehen. Mich hat die Krawatte von Potemaru nicht so gestört, weil ich sag mal, so ein Tuch über das Halsband finde ich gar nicht so schlimm. Vielleicht auch noch tatsächlich eine Mütze oder einen Regen-Wintermantel, das kann ich durchaus bei Rassen ohne Unterfell auch nachvollziehen. Aber wenn dann halt so Weihnachtskostüme oder so angezogen wurden, das fand ich ein bisschen kritisch. Wenn es vielleicht für ein Foto ist, okay, dann sage ich, okay, dann muss der Hund da nur 2 Minuten durch. Aber man sollte halt trotzdem ein Tier nicht zu vermenschlichen. Aber es ist natürlich eine Kindergeschichte und wenn man das dann vielleicht mit einem guten Blick als Erwachsener seinen Kindern erzählt, dass man das vielleicht auch in unserem Breitengraden einfach nicht so macht, ist das vielleicht auch fein. Aber ich mochte wirklich sehr, wie der Alltag gezeigt wurde, wie wir Spaß zusammen hatten mit den beiden, wie diese Freundschaft auch sich zu anderen Hundebesitzern entwickelt. Und ich mochte es sehr, dass uns auch die japanische Kultur näher gebracht wurde. Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht, weswegen ich auch alle 4 ziemlich hintereinander weggelesen habe und ich die einfach schön finde. Ich glaube, vom Autoren selbst gibt es noch keine neue Reihe, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Der 4. Teil ist jetzt aber auch, glaube ich, erst dieses Jahr im Frühling erschienen und er ist auch selbst jetzt mittlerweile nach Deutschland gezogen. Das erzählt er uns auch im 4. Band. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde auf jeden Fall den Autor auch so ein bisschen im Blick haben und steht ja dann jetzt auch im Highlight-Regal. Ich glaube, ich brauche jetzt mal ein Manga-Regal. Muss da jetzt mal Platz schaffen. Und es ist natürlich schon sehr schön. Also ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier unseren kleinen Potemaru, den wir hier sehen. Richtig, richtig schön. Highlight-Reihe hat mir großen Spaß gemacht. Als Hörbuch habe ich gehört, das Ende von gestern ist der Anfang von morgen von Katinka Engel. Ich blende euch hier das Buchcover mit ein. Ein Rezensionsexemplar, was für mich jetzt noch so sehr gut in den Spätsommer gepasst hat. Ich finde das Cover tatsächlich sehr gelungen, wenn ich auch sonst nicht so der größte Fan von Gesichtern auf Covern bin. Ich habe schon 2 Reihen von Katinka Engel gelesen bzw. gehört und zwar einmal diese Finde mich Reihe, die mit diesem schönen Unendlichkeitszeichen hinten auf dem Buchrücken und die Love Is Reihe, die er in New Orleans, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch gespielt hat, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, Sprecher haben wir tatsächlich einige. Pia Rona Sachse, Jenny Laura Bischoff, Mathieu Ulbrich und Julian Horacek. Also tatsächlich sehr viele Sprecher, die ich aber gar nicht verwirrend irgendwie fand. Man war relativ schnell drin, wer dann was auch spricht. Wir haben grundsätzlich eigentlich nur 2 Hauptsprecherinnen, also 2 Hauptcharaktere, die uns die Geschichte erzählen. Aber auch die beiden männlichen Sprecher haben den ein oder anderen Lesepart. Ja, und wir haben hier in der Geschichte 2 Zeitebenen. Wir sind einmal in der Gegenwart und einmal Anfang der 1970er Jahre. Wir sind in London unterwegs und wir treffen in der Jetztzeit eben auf Gilly. Und sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und ist nun in London auf Wohnungssuche. Das ist aber gar nicht so einfach, doch sie findet
finde dann eine sehr schöne Wohnung in einem viktorianischen Haus, erfährt aber dann doch recht schnell, dass der Hauseigentümer verstorben ist und das Haus jetzt auch verkauft werden soll. Und ja, da auch im Job alles gerade nicht so einfach ist, da herrscht so ein bisschen neue Aufbruchstimmung, versucht sie so ein bisschen ja, in einer Story beides zusammenzubringen. Sie recherchiert über das Haus, in dem sie jetzt wohnt, und versucht da so ein bisschen eine hausviktorianische Geschichte daraus zu machen. Und während sie da eben recherchiert, trifft sie auf Informationen zu Anfang der 1970er Jahre. Und ja, hier treffen wir dann eben auf Pippa. Sie ist die Tochter eines Politikers eben in den 1970er Jahren und verliebt sich dann in den Sänger Oz, was ja nicht so gern gesehen ist, denn ja, Oz ist der Sänger einer Punkband und Punk war ja in England in den 1970er Jahren wirklich sehr, sehr, sehr groß und wirklich ein Thema. Und da haben natürlich ihre Eltern ja sehr dagegen gewettert und es ging dann sogar so weit, dass die Liebenden getrennt wurden und Pippa von ihren Eltern weggeschickt wurden. Und wie jetzt aber so die Vergangenheit und die Gegenwart zusammenspielen, ja, das ja, rätselt sich dann so in der Geschichte ein wenig auf. Wir haben in der Geschichte zwei unterschiedliche Stile und das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht gelöst, denn wir haben in der Perspektive, also Gilly erzählt von sich in der Ich-Perspektive und erzählt uns alles, was sie so erlebt, während die Vergangenheit, also alles rund um Pippa, eben von einem Erzähler erzählt wird. Und das fand ich tatsächlich ein schönes Mittel, um so ein bisschen die Unterschiede klarer zu machen, wenn man vielleicht das sprachlich nicht hinbekommt, Pippa und Gilly zu trennen, fand ich es schön, dass wir das in der verschiedenen Erzählform haben. Es war auch sprachlich sehr tiefgründig erzählt. Es war, finde ich, manchmal ein bisschen verwirrend durch die vielen Namen, die man anfangs hatte. Da fühlt man sich doch ein bisschen überfordert. Man erkennt aber anhand des Stiles und natürlich auch anhand der Sprecherin recht gut, in welcher Zeit wir uns befinden. Ich muss echt sagen, besonders die Ich-Perspektive und die Gegenwart haben mir gut gefallen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Die Vergangenheit blieb für mich ein bisschen blass, sehr vorhersehbar. Man hatte das natürlich schon viel öfter mal gelesen. So reiches Mädchen trifft irgendwie armen Künstler und das darf irgendwie nicht sein. Und dann trennen sich ihre Wege. Und das ja, fand ich ein bisschen schade, dass das so klischee-mäßig dann auch erzählt wurde. Beide Frauen fand ich aber persönlich von Katinka Engel wirklich sehr gut gezeichnet. Sie haben nachvollziehbar auch gehandelt. Aber ja, ich fand schon, dass definitiv Pippa mit der Vergangenheit ein bisschen blasser blieb, was ich einfach ein bisschen schade fand, weil ich glaube, man hätte viel mehr aus den 1970er auch herausholen können. Ich mochte Gilly in der Gegenwart aber richtig gerne. Sie weiß irgendwie so, was sie möchte, noch nicht so richtig, wie sie den Weg geht, aber da sind wir so richtig dabei. Auch Pippa war natürlich eine sympathische junge Frau, deren Geschichte, ja, wahrscheinlich gab sie wirklich hundertfach. Und ich glaube, die Geschichte sollte mich auch mehr berühren, aber das hat irgendwie nur so bedingt geklappt. Also ich habe hier definitiv auf mehr Emotionen gehofft, auf tatsächlich auch in dem Vergangenheitsstrang einfach so ein bisschen mehr. Das hat nicht ganz so geklappt. Es wurde sprachlich war es schon sehr leicht und sehr angenehm und man konnte dem wirklich gut folgen. Was mich wahnsinnig gestört hat, waren merkwürdige englische Begriffe. Und da bin ich öfter mal zusammengezuckt beim Hören. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mir lesend gar nicht so aufgefallen, aber es gab zum Beispiel okayen Wein. Ich dachte so, okay, also es gibt guten Wein, es gibt passenden Wein, es gibt besonders guten Wein, aber okayen Wein. Also geht wirklich ein Engländer in dem Fall her und sagt anstelle, it's a, ne, okay Wein, also so würde er das sowieso nicht ausdrücken, aber okayen, ah, das fand ich sehr schwierig. Und dann wurde eben auch manchmal so englische Begrifflichkeiten wie hier wird etwas committed, wo ich so denke, ja, wir sind in London, aber unsere Charaktere sprechen ja für uns trotzdem Deutsch. Und ich fand es manchmal sehr merkwürdig, welche englischen Begriffe stehen gelassen wurden, irgendwie ausgewählt wurden und besonders dieser okaye Wein. Also das klang für mich in meinen Ohren, es klingt auch immer noch total strange. Dass, ja, ich glaube schon, dass Katinka Engel hier so diesen Londoner Flair hineinbringen wollte, aber das hätte sie für mich einfach über London selbst machen sollen. Also man hat nicht so viel London erlebt, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade und vielleicht hätte die Geschichte sogar überall spielen können und ich hätte schon mehr London-Flair gewollt, dann hätte man das über diese Anglizismen, über dieses merkwürdige Englisch auch gar nicht machen müssen. Und ich fand wirklich beim Hören, da zuckte ich wirklich zusammen. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht lesend hätte ich es überlesen, gar nicht so wahrgenommen, dass sich das komisch anhört.
Aber hörend war es wirklich schlimm. Und das hat mich doch des Öfteren aus dem Hörfluss herausgehört. Und insgesamt eine gute Geschichte, die auf zwei Zeitebenen gespielt hat. Allerdings, ja, hat es mich einfach so nicht ganz überzeugt. Gerade die Vergangenheit war nicht ganz so meins. Da hätte ich mir mehr 70er-Feeling gewünscht, mehr 70er-Themen, mehr Flair. Und auch in der Gegenwart hat einfach so ein bisschen London gefehlt. Die Gegenwart war aber definitiv besser. Und sprachlich war es, wie gesagt, bis auf dieses Englische auch ganz okay. Jetzt nicht das beste Buch, was ich von Katinka Engel gelesen bzw. gehört habe. Aber ich werde einfach mal gucken, was mich von ihr vielleicht noch anspricht, weil ich grundsätzlich ihre Themen schon sehr gut gewählt und schön finde und da schon Spaß habe, auch beim Hören bzw. auch beim Lesen. Aber ja, kann man lesen, gerade wenn einem diese zwei Zeitebenen, wenn das vielleicht was für einen ist, aber leider für mich nicht das erhoffte emotionale Highlight, sondern es blieb doch einfach so ein bisschen oberflächlich und ja, tatsächlich nur okay. Ich habe auch gelesen Die Katze, die nach Weisheit sucht von James Norbury. Ein wunderschönes Buch, optisch mit dieser ja, leinenabgebundenen ja, Endung sozusagen, wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, wofür ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin und mich sehr darüber gefreut habe, denn ich finde, das Buch ist, wie auch beide Vorgänger, ja, definitiv ein Hingucker. Ich mochte die beiden Vorgänger, da ging es um den großen Panda und den kleinen Drachen. Hier seht ihr beide Bücher nochmal sehr, sehr, sehr gerne und es ist ja alles so ein bisschen in diesem Stil von Der Junge, der Maulwurf, das Pferd und der Fuchs. Irgendwie so, ich glaube, oder andersrum, ich bin mir nicht mehr sicher, welches Tier zuerst kam. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Anstoß gegeben für diese Art Bücher, die uns so ein bisschen mitnehmen auf Achtsamkeit und auf das im Jetzt leben und das bewusste Leben. Und ja, so haben wir eben auch eine Katze, die hier nach Weisheit sucht. Und ja, wir treffen auf besagte Katze, die sich nach Ruhe sehnt, die den Sinn des Lebens sucht und auch inneren Frieden finden möchte. Und sie geht eben auf die Reise, auf eine Reise nach der sagenumwobenen alten Kiefer, unter deren Äste man Weisheit erlangen soll. Und auf diesem Weg trifft die Katze so einige andere Tiere, die sie kurz begleiten, mit denen sie sich auch austauscht und ja, so die ein oder andere Weisheit erhält oder tatsächlich auch schon weitergibt. Wir haben den chaotischen Affen, dessen Gedanken einfach nicht stillhalten können. Wir treffen auf die Schildkröte, die sich an nichts mehr so richtig erfreuen kann. Und ziemlich am Ende treffen wir einen Wegbegleiter, der womit der wichtigste in der Katze ihrem Leben ist. Und ja, ob sie es dann tatsächlich zu der alten Kiefer ja, im Grunde gelangt, ob sie dahin kommt, ob sie die Weisheit findet, die sie sucht, das dürfen wir so ein bisschen mit ihr erleben. Ja, James Norbury erklärt in seinem Nachwort, dass er sich hier an der Zen-Meditation versucht hat, beziehungsweise an der Zen-Lebensweisheit. Und ich finde, das ist ganz gut rübergekommen. Er hat diese Weisheiten verpackt in eine Geschichte, eben die die Katze uns sozusagen erzählt, die sie vorgeht und eben diese ja, Lebensphilosophien sozusagen verpackt in ein großes Ganzes. Und ich fand es einfach großartig. Also es ist für mich wirklich wieder ein Highlight-Buch, das ich bestimmt noch viele Male in die Hand nehmen werde, wie auch die anderen Bücher dieser Art. Ich glaube, ich habe gefühlt jedes Buch so mindestens einmal im Monat, alle 6 Wochen mal in der Hand, blättere mal hier, schau mal da, nehme mir da ein schönes Zitat raus und so wird es auch hier sein, denn ich habe hier natürlich auch ein bisschen Zitate gesammelt. Der Zeichenstil ist wunderschön, er erklärt auch so ein bisschen, wie diese zustande kommen, wie manche ja einfach ein bisschen anders aussehen als andere, was er sich da so ein bisschen gedacht hat und ich genieße es sehr, einfach so einen längeren Moment auf diese Bilder zu schauen und das wirklich zu genießen. Also wunderschön, auch das Farbenspiel. Auch hier hinten haben wir nochmal die Katze. Richtig, richtig schön. Ich mag das super gerne. Und ich finde es ja spannend, das Zen-Thema aufzumachen in dieser Art und Weise. Denn das zentrale Thema im Zen ist ja die Meditation und das gegenwärtige Bewusstsein. Und wir haben hier natürlich schon eine buddhistische Philosophie,
die er uns hier auch näher bringt und wie er mit manchen Weisheiten, die die Katze dem gegenüber gibt oder umgekehrt, ja, wie schön das ist. Es gibt auch ein paar Anspielungen auf großer Panda, kleiner Drache, was ich total süß finde, dass wir hier im Grunde so ein eigenes Universum haben, wo die Katze eben auch schon von den beiden und ihrem Weg gehört hat und dass es ja nicht auf dem Weg allein ankommt, sondern auch mit wem man sie geht. Und ich finde, das ist wirklich ein perfektes Buch für all jenen, die so ein bisschen auf spielerische Art und Weise einfach mal wieder so ein bisschen innehalten wollen, etwas Gutes tun wollen, einfach mal so eine halbe, dreiviertel Stunde abschalten wollen, immer mal wieder drin blättern möchten. Ich finde, es ist das perfekte Geschenkebuch für alle die, wo sie wissen, okay, dem Gegenüber, der braucht vielleicht einfach mal so einen Anstoß für eine Meditation, für Achtsamkeit, für bewusstes Leben, für einfach so einen schönen Moment im Alltag, und dafür ist es wirklich perfekt. Ich habe hier auch ein bisschen was markiert. Wir gucken mal, was ich hier Schönes markiert habe. Wir sind überall mit uns selbst unterwegs, sagte die Katze. Deshalb sollten wir freundlich und mitfühlend mit uns umgehen. Gebe ich der Katze absolut recht. Ich glaube, wir sind unsere größten Kritiker. Und ich glaube, wie wir oft auch mit uns selbst reden, dass das ganz viel mit uns macht. Und ich glaube, wir sollten mit uns viel, viel verständnisvoller manchmal ins Gericht gehen. Jeder Augenblick ist ein einzigartiger Ort auf der Welt, der nur für dich existiert. Genieße ihn jetzt, denn du kannst ihn nie wieder aufsuchen. Ach, wunderschön. Und dann haben wir hier, aber Freunde sind wie Magie. Teilst du etwas Gutes mit Freunden, hast du am Ende mehr, als wenn du es für dich allein behältst. Und ist etwas nicht gut, sieht es oft gleich besser aus, sobald du mit Freunden darüber sprichst. Auch wenn das Problem nicht sofort gelöst werden kann. Also wunderschöne Weisheiten sind ihr enthalten. Die Optik wirklich ein Genuss. Ein richtig, richtig schönes Buch. Und ich bin sehr happy, dass es in mein Highlight-Regal ziehen darf, weil ich es wirklich schön finde. Und ich freue mich, dass es sich zu den beiden anderen James Norbury-Bilder-Büchern sozusagen stellen kann. Und ja, ich bin gespannt, was noch so ein bisschen aus dieser Richtung demnächst herauskommen wird. Weil ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was ganz tief im Herzen ankommen kann, auch wenn man denkt, ja, es sind halt ein paar Bilder und ein paar Sätze, aber hier ist auch so der Weg, das Ziel und wie wir zu dieser Weisheit gelangen. Einfach wunderschön. Gehört habe ich Donnerstags im Café unter den Kirschbäumen von M. Ayoyami. Das ist eigentlich der Debütroman der Autorin, aber wir im Deutschen haben zuerst Frau Komachi empfiehlt ein Buch erhalten in der Übersetzung. Und das ist jetzt sozusagen auch das zweite Buch, was ich von der Autorin lese. Mir hat Frau Komachi ganz okay gefallen. Ich war dennoch gespannt, weil mich hier Cover und Klappentext sehr, sehr angesprochen haben. Wir haben hier eine japanische Autorin, die als Journalistin arbeitet und ja, aber dann auch schon in Australien gelebt hat und jetzt aber wieder von Tokio aus ihre Bücher schreibt. Und wie gesagt, das ist eigentlich ihr Erstlingswerk, was wir aber im Deutschen in der Übersetzung jetzt als zweites Buch erhalten. Sprecherin ist Jana Kozeva und Tim Gößler. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, wie hier so ein bisschen der Wechsel vorgenommen wurde innerhalb der Stimmen und Sprecher. Aber ich muss sagen, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Für mich war das so eine klassische Wohlfühlgeschichte, weswegen ich sie auch als Hörbuch gehört habe und auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, die Geschichte in dieser Geschichte beginnt mit einem kleinen Café, in der sich ein junger Mann, der dort arbeitet, in eine Frau verliebt, die immer donnerstags vorbeikommt, immer einen Kakao bestellt und diesen dann auch trinkt. Und die Geschichte rund um die Frau führt dann in die nächste Geschichte, die dann wieder in die nächste Geschichte führt. Das heißt, wir gehen aus diesem Café heraus, wir sind in der Stadt Tokio, wir sind auch weit über den Landesgrenzen von Japan unterwegs und wir haben im Grunde eine Kettengeschichte, die eben immer einen Charakter aus der vorhergehenden so aufgreift und weitererzählt. Und wir erleben hier eben ganz unterschiedliche Menschen, Charaktere mit ihren ganz unterschiedlichen eigenen Lebenssituationen und wie sie dann doch irgendwie zueinander zusammenspielen, so muss ich sagen. Und das erzählt uns die Geschichte Donnerstags im Café unter den Kirschbäumen. Ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich etwas anderes vorgestellt. Alleine wenn ich hier eben den Titel nehme, ich dachte schon, dass der Hauptpunkt das Café sein wird, dass wir hier schon einen Großteil auch erleben. Das ist tatsächlich nicht ganz so. Wir haben hier viele kleine Geschichten, die eben zusammenhängen und uns auch den Alltag in Japan näher bringen.
Allerdings muss ich schon sagen, dass durch die Kürze der Geschichte, und das ist wohl einfach mein Problem, dass ich es nicht so ganz mit Kurzgeschichten habe, dass ich kaum Bindung zu den Charakteren erschaffen konnte, dass die Geschichten nicht so emotional waren, wie sie es hätten vielleicht in längerer Form sein können. Und das fand ich tatsächlich schade. Der Schreibstil der Autorin ist locker, er ist leicht und ich fand auch, dass er sehr schön poetisch ist, dass er natürlich auch die ein oder andere Weisheit aus Japan mit eingestreut hat, dass es ganz schöne Passagen gab, wie eben so der Blick auf die Welt ist und auf Beziehungen und egal ob Beziehungen zu einem Lebenspartner, zu den Eltern, zu Freunden, zu Kollegen, das fand ich sehr schön und auch unterschiedlich. Ich fand auch, dass das Poetische vorgelesen sehr gut funktioniert hat. Also, dass ich da mich gut einfühlen konnte, dass auch nicht irgendwie zu viel war oder zu drüber war, sondern wirklich sehr gut gepasst hat. Schon ein bisschen untypischer, wie ich fand, für den japanischen Stil, aber für mich war er wirklich dadurch sehr gelungen. Allerdings bleibt er, und das ist manchmal schon sehr auch asiatisch in der Literatur so, dass wir sehr distanziert bleiben. Also, wir kommen nicht so richtig nah ran an die Charaktere, was für mich aber nicht am Stil tatsächlich lag, sondern eher an der Kürze der Geschichten, die doch manchmal sehr kurz waren, nur kleine Einblicke waren, die zwar irgendwie miteinander verbunden waren, aber nicht so das große Ganze in der Geschichte waren. Und mir hat das schon manchmal so ein bisschen gefehlt, um mich da fallen zu lassen, um die Charaktere vielleicht auch lieb zu gewinnen, da mitzufühlen, mitzugehen. Und das fand ich tatsächlich schade. Ich bin ihnen grundsätzlich schon gerne gefolgt. Ich habe mich auch so ein bisschen mitnehmen und treiben lassen und fand auch so die einzelnen Geschichten ganz gut erzählt. Aber es war einfach zu kurz und vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach eine andere. Die Geschichten gingen wirklich oftmals sehr, sehr schnell und so war eben wenig Tiefgründigkeit dabei, was gerade bei den etwas wichtigeren Lebensweisheiten definitiv hätte auch anders sein können und mir dadurch wahrscheinlich besser gefallen hätten. Die kleinen Gesten im Alltag, die schönen Momente, die hier zelebriert wurden, gerade auch mit den anderen Mitmenschen, fand ich ganz schön gezeigt. Und man kann da bestimmt auch so einiges mit sich nehmen, so ein bisschen ähnlich, wie es in dem Buch auch vorher war. Allerdings hätte ich mir, und ich glaube, das ist wirklich so mein großer Kritikpunkt, einfach mehr Tiefe gewünscht, mehr Emotionen. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr mitgenommen aus der Geschichte. Vielleicht wäre es lesend doch irgendwie anders gewesen, aber ich muss schon sagen, man ist so von einer Geschichte in die andere und sie waren halt alle nicht lang. Ich glaube auch grundsätzlich, das Hörbuch war gar nicht so lang, hatte es so knapp 200 Seiten und das fand ich ein bisschen schade. Und gerade, dass eben das Café nicht so eine Rolle spielte, in dem dann sich die verschiedenen Geschichten abspielen, sondern man eben auch immer mal so ein bisschen woanders hin abgedriftet ist und am Ende ja sogar nicht nur in Tokio und in Japan unterwegs war, sondern sogar darüber hinaus. Es ist eine bedingte Empfehlung. Ich denke, wem Frau Komachi empfiehlt, ein Buch sehr gut gefallen hat, dem wird das hier wahrscheinlich auch gut gefallen, weil die Art war ja schon sehr ähnlich mit diesen kurzen Passagen. War ja bei Frau Komachi auch ähnlich und ich glaube, ich habe ähnliche Kritikpunkte geäußert. Ich glaube, ich werde beim nächsten Buch der Autorin einfach mal so ein paar Rezensionen abwarten, ob es wieder in diese Kurzgeschichtenart geht, weil ich glaube, das ist was, mit was ich einfach nicht so ganz warm werde und dann muss man sich und der Autorin ja auch das Leben nicht unnötig schwer machen. Ja, das waren sie nun, die ersten Bücher aus dem letzten Monat. Ich hoffe, dass euch meine Buchvorstellungen gefallen haben, dass ihr vielleicht ein bisschen angefixt wurdet, was das Thema Manga angeht oder auch irgendwie das Thema Reread oder natürlich auch mit dem ein oder anderen Buch. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was in die Kommentare schreiben wollt. Ich werde jetzt, denke ich, nach meinem Urlaub dann auf jeden Fall auch den nächsten Büchermonat drehen. Das heißt, da sieht die Steffi dann vermutlich erholter aus und braun gebrannter und das hoffe ich zumindest, dass ich gut erholt aus diesem Urlaub wieder zurückkomme, sonst würde ja Urlaub auch gar keinen Sinn machen. Aber ja, da kommt dann auch ein bisschen Statistik, also freut euch da drauf für alle, die die Statistik mögen. Könnt ihr mir ja super gerne auch mal schreiben, ob euch das überhaupt interessiert oder ob ihr nur hier seid für die Buchbesprechungen. Das wäre auf jeden Fall auch mal sehr, sehr, sehr spannend. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.